Es wurde ja im letzten Jahr viel über Windows 10 geschumpfen. Ich muss es aber auch mal einen Vorteil zeigen. Nämlich, man kann mit Windows 10 eine Remote-Desktop-Verbindung herstellen. Es gibt da ein paar Dinge zu beachten. Was da alles zu beachten ist, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Ja, willkommen zurück an meinem Computer und erstmal vorweg, was ist denn eine Remote-Desktop-Verbindung? Eine Remote-Desktop-Verbindung ist das, dass ich meinen Bildschirm, also das, was ihr jetzt zum Beispiel gerade seht, abgreifen kann und zum Beispiel den Bildschirm von meinem Hauptrechner, der im Büro steht, abgreifen kann und dann den Desktop an meinem Laptop sehen kann. Es gibt Programme, die können wirklich den Desktop, so wie ich ihn sehe, mit Maus und Tastatur direkt übernehmen. Ein Programmbeispiel wäre da zum Beispiel TeamViewer oder halt die Microsoft Remote Desktop Verbindung. Da wird dann aber eine zweite Session aufgebaut. Jetzt, was ist denn jetzt auch eine Session oder eine Sitzung? Eine Sitzung ist das, ich hocke zum Beispiel im Büro an meinem PC, logge mich mit dem Nutzer vor Computer ein und kann dann da arbeiten. Sprich, ich habe eine Sitzung am Laufen. Wenn ich jetzt via Remote Desktop Verbindung auf den Rechner, der im Büro steht, von meinem Laptop aus zugreife, kann ich eine zweite Sitzung aufbauen. Ich kann dann nicht Maus und Tastatur verwenden und den Benutzer fernsteuern, sondern ich habe dann eine zweite Sitzung am Laufen, habe das zweite Mal den Desktop offen und kann zweimal unterschiedlich arbeiten. Sprich, ich sehe an meinem lokalen Rechner nicht, was jetzt der andere macht. Außer wenn ich jetzt nachgucken würde im Task Manager, welche Programme offen sind. Macht, glaube ich, nicht unbedingt jeder. Und man hat doch nicht 24/7 den Task Manager offen. Ich zumindest nicht. Okay, wie richte ich das Ganze jetzt aber bei Windows 10 ein, dass das Ganze funktioniert? Und zwar, ich befinde mich ja hier, wie ihr sehen könnt, auch hier rechts unten an meinem Windows 10 Rechner. Ich würde dann sagen, zeige ich euch das Ganze mal. Und zwar geht es zum Beispiel einmal über Windows und Pause. Und dann kommt ihr in dieses Menü rein, in dieses Systemmenü. Zu finden ist das Ganze auch über Start, Einstellungen, System, Info, Systeminfo. Hier, wichtig wäre zum Beispiel einmal der Computername, den solltet ihr euch mal merken oder wissen, wo ihr den wieder findet. Und dann brauchen wir einmal hier links unter den zusätzlichen Einstellungen die Remote-Einstellungen. Klicken wir mal drauf. Jetzt sehen wir hier unter dem Punkt Remote Desktop, wählen Sie eine Option aus und geben Sie anschließend an, wer eine Verbindung herstellen darf. Da wir eine Remote Desktop Verbindung herstellen wollen, wählen wir Remote Desktop Verbindung mit diesem Computer zulassen. Den Haken könnt ihr setzen oder nicht, das ist nur so ein bisschen nochmal ein Sicherheitsaspekt. Hier der Punkt Benutzer auswählen. Mein Benutzer, mit dem ich ja auf dem Windows 10 Rechner eingeloggt bin, heißt aber vor Computer und der hat, wenn man hier Einstellungen ändert, automatisch Zugriff. Steht ja auch hier unten, Error for Computer hat bereits Zugriff. Also müssten wir, wenn ihr nur den Benutzer nehmen wollt, nur hier den Punkt auswählen, dass man eine Verbindung herstellen darf, übernehmen, okay und fertig. Wenn ihr jetzt aber, wie ich hier wollt, dass zum Beispiel der Mitarbeiter auch noch Zugriff hat, dann können wir das Ganze machen, hinzufügen, erweitert, suchen. Und jetzt gehen wir einfach mit M zum Mitarbeiter, Doppelklick, dann steht er hier drin, drücken okay, okay. Fertig. Können wir nochmal OK drücken. Und jetzt können wir an unseren Windows 8 Rechner gehen oder an unseren anderen Rechner, zum Beispiel an unseren Laptop, wie ich es ja jetzt schon vorhin im Beispiel gesagt hatte, um dann eine Remote Desktop Verbindung herzustellen. So, ich bin jetzt hier an meinem Windows 8 Rechner. Wir brauchen die Remote Desktop Verbindung. Ihr kennt einfach bei Windows 7, Vista, Windows 8, Windows 8.1. Einfach nach Remote Desktop suchen oder es reicht eigentlich auch schon Remote, dann findet ihr das Programm, sieht dann so aus. So, hier werdet ihr jetzt nach einem Computernamen gefragt. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel das VW10 eingeben. Oder wenn das nicht klappt, zweite Variante, die zeige ich euch, ihr braucht die IP-Adresse von eurem Windows 10 Rechner.
Gehen wir nochmal an unseren Windows 10 Rechner. Hier könnt ihr entweder mit der Taschenkombination Windows und R oder über Start ausführen zu diesem Fenster kommen. Hier gebt ihr CMD ein, bestätigt das Ganze und gebt hier ipconfig ein, damit wir alles sehen, was wir brauchen. Der Punkt ist wichtig, die IPv4-Adresse, die 192.168.1.7.8.35, wird bei euch ein bisschen anders aussehen, zum Beispiel 192.168.1 oder 2 oder 100 oder whatever. Die müsst ihr euch merken. Dann gehen wir mal zurück an unseren Rechner, den wir von dem aus wir das Ganze durchführen wollen. Dann gebe ich hier die 192.168.1.7.8.35 ein, also die IP-Adresse, die wir gerade schon ausgelesen haben. Können hier mit Option einblenden noch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel wie der Benutzer heißt. Das kann man auch später machen. Kann hier einstellen, ich will zum Beispiel das nur als kleines Fenster haben oder ich will die Remote-Verbindung in Vollbild nutzen. Ich nehme immer Vollbild, das ist das Beste, das sieht man am meisten. Ich kann mir hier noch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel ob Smartcards, Ports und so weiter und so fort weitergeschalten werden sollten. Ich aktiviere da immer nur den Punkt Laufwerke, weil dann kann ich einfach noch einfacher Dateien austauschen zwischen meinem Server oder meinem Windows 10 Rechner und meinem Rechner, vor dem ich gerade sitze. Dann können wir hier noch Programme starten, ist unwichtig. Leistung, okay, können wir auswählen, wenn wir die Leistung irgendwie beschränken wollen, damit das Netz nicht zu arg ausgelastet wird oder das Netzwerk. Und hier noch so sicherheitsmäßig, was nicht der Rede wert für den Otto-Normalverbraucher. Dann können wir, wenn wir hier die IP-Adresse eingetragen haben, an sich reicht es auch so. Wir sehen hier dann zum Beispiel Benutzername, Mitarbeiter, können wir verbinden klicken. Ihr könnt es aber auch, na klar, offen lassen. Klicken wir auf verbinden, dann werden wir nach dem Passwort gefragt. Das müsst ihr mittlerweile kennen. Ist bei -1234 und dann wird eine Remote Desktop Verbindung hergestellt. Ihr seht schon, wird kurz schwarz, dann steht bitte warten. Und jetzt kommt, anders wie bei einer normalen Remote Desktop Verbindung, die man herstellt, eine Frage. Ein anderer Benutzer ist angemeldet. Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, wird die Verbindung dieses Benutzers getrennt. Möchten Sie sich trotzdem anmelden? Ich switch mal noch schnell an den Windows 10 Rechner. Hier seht ihr nämlich gar nichts, da wird nichts angezeigt, dass irgendwie jemand connecten will oder so. Aber wenn ich jetzt Ja drücke, steht hier, bitte warten Sie auf die Antwort von Ever4 Computer. Gehen wir wieder zurück. Hier steht jetzt nur, dass zur Verbindung darf VW10 Mitarbeiter eine Verbindung mit dem Computer herstellen, bla 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 bla. Kann ich sagen, okay. Ihr seht es ja immer wieder hier oben, ich bin jetzt an meinem Windows 10 Rechner. Jetzt steht an meinem Windows 10 Rechner diese Abfrage. Gehen wir wieder zurück in die Remote Desktop Verbindung. Ihr habt gesehen, die Bau hat sich gerade fertig aufgebaut, der Benutzer hat geladen. Und ich kann jetzt hier von meinem Windows 8 Rechner aus, wie ihr seht, auf den Windows 10 Rechner zugreifen und arbeiten. Coole Sache, was bringt mir die jetzt eigentlich? Und zwar ist die mehr dafür gedacht, ich würde die persönlich für den Aspekt einsetzen, wenn ich zum Beispiel an meinem Fernseher einen Rechner angeschlossen habe, auf dem Windows 10 läuft, um dann zum Beispiel mal irgendwie einen Film vorzubereiten, den ich mit meiner Familie gucken will, oder irgendwie eine Bildschirmpräsentation vorbereiten oder irgendwelche Systemeinstellungen vornehmen will und nicht unbedingt aus meinem Büro aufstehen will. Ansonsten finde ich, bringt so eine Remote Desktop Verbindung nicht viel, es sei denn, man will, na klar, auch mobil ein bisschen arbeiten. Man kann das Ganze, na klar, dann auch nach außen freischalten, dass man zugreifen kann von außen. Aber es ist jetzt nicht so wie an einem Server. An einem Server können zum Beispiel zwei Leute gleichzeitig arbeiten. Also der eine sitzt lokal vor dem Server, arbeitet mit Bildschirm, Maus und Tastatur direkt an dem Rechner. Und der andere greift via Remote Desktop Verbindung aus dem Büro drauf zu oder aus am besten gleich aus einem anderen Ort oder so. Hier bei Windows 10 kann dann wirklich nur ein Benutzer arbeiten oder aktiv sein. Ihr habt es ja gesehen, hier bin ich jetzt gerade in der Remote Desktop Verbindung und kann auf meiner Windows 10 Maschine arbeiten. Wenn ich jetzt aber mich solange die Remote Desktop Verbindung aktiv ist, an die Windows 10 Maschine gebe,
kann ich nicht arbeiten, weil mir wird hier die ganze Zeit diese Meldung angezeigt. Deswegen bringt es nur was, wenn man den PC zum Beispiel alleine nutzt. Sobald es ein Familienrechner ist, würde ich diese Funktion vielleicht doch eher deaktiviert lassen, weil sonst regen sich Leute nur auf, weil sie nicht mit dem Rechner arbeiten können. Und noch ganz zum Schluss, wie beende ich eigentlich jetzt diese Remote Desktop Verbindung? Das ist relativ easy, ihr könnt euch einfach hier abmelden. Wenn das Ganze durchgeführt ist, dieses Abmelden, dann könnt ihr hier einfach, möchten Sie sich trotzdem anmelden, könnt ihr auf Ja gehen und dann seid ihr wieder in eurem Rechner drin. Ihr seht, die Punkte, die wir offen hatten, sind wieder hier. Und wir können ganz normal weiterarbeiten. Okay, das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Däumchen nach oben geben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt ein Däumchen nach unten. Es würde mich noch freuen, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen und so weiter und so fort unten in die Kommentare schreiben würdet. Es hilft nicht nur mir, sondern auch meinem ganzen Team, damit wir wissen, was wir falsch gemacht haben oder was wir besser machen können. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!